Schön ist, wir können uns an so etwas Banalem wie dem Fußball und der Bundesliga aktuell noch erfreuen. Woanders ist das aktuell kein Thema, denn ein großes Thema stand deshalb auch an diesem 8. Spieltag übergeordnet über dem Sportlichen. Bayern siegt in Mainz. Sportlich. Ein anderes Duell zwischen beiden Clubs zeigt, wie unterschiedlich man mit dem gleichen Problem umgehen kann. Mit anti-israelischen und terrorverharmlosen Statements seiner Profis. Mainz feuert seinen Spieler El Ghazi. Bayern lässt sein Masraoui mit einer windelweichen Erklärung davonkommen. Zugegeben, die Münchner haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sich mit Islamexperten und dem Zentralrat der Juden vorher beraten. Im Fernsehen gestern wollten sich die Bayern-Verantwortlichen nicht mehr äußern und Masraoui fehlte praktischerweise beim Spiel in Mainz wegen Wehwehchen. Fall erledigt? Leider nicht. Die Bundesliga setzt am Wochenende mit ihrer Schweigeminute für das Massaker in Israel ein klares, berührendes Zeichen. Aber wie kriegt man generell Antisemitismus aus den Stadien und aus den Kabinen? Die DFL sollte über einen Vorschlag von Alon Mayer, dem Deutschlandchef der jüdischen Sportbewegung Maccabi, einmal nachdenken. Seine Idee einer Anti-Hass-Klausel in den Verträgen aller Profis. Heißt, wer in der Bundesliga spielen will, muss das Existenzrecht von Israel anerkennen. Das ist schließlich auch offizielle Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Mag sein, dass der eine oder andere Transfer daran scheitert. Aber wenn ein Star aus dem Grund verzichtet, hat er hier auch nichts verloren. Und was ist sportlich in der Liga los? Bayerns Rivalen Dortmund, Leverkusen und Leipzig lassen nichts liegen. Aber bei einem Champions-League-Verein gibt es so richtig Krise. Union geht unter gegen den VfB Stuttgart und 6 Liga-Pleiten in Folge. Da stellt sich die Frage, wie eisern stehen die Berliner eigentlich noch zu ihrem Trainer Fischer? Oder heißt es bald aus für Urs? Über Union Berlin sprechen wir im Verlauf der Sendung noch genauer, aber wir wollen zunächst einmal näher eingehen auf dieses Thema, denn der Mann Alon Mayer, über den du gerade geredet hast in deiner Kolumne, Walter, der war ja gestern auch im Sportstudio zu Gast und hat da gefordert, man könne ja in die Verträge der Spieler eine Klausel einbringen, in der die Spieler das dann unterschreiben, dass sie das Existenzrecht Israels anerkennen. Ist das möglich, deiner Meinung nach? Es ist zumindest eine Idee, über die die DFL ernsthaft nachdenken sollte. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, Axel Springer zum Beispiel auch. Mhm. Wir haben ähnliche Klauseln im Vertrag. Es wäre eine Möglichkeit, ja, zu sagen, wer in der Bundesliga spielen will, muss auch sozusagen die Staatsräson der Bundesrepublik, ist ja vom Bundeskanzler und der Außenministerin in den letzten Tagen oft genug betont worden, akzeptieren. Das Existenzrecht Israels heißt ja nicht, dass man alles toll finden muss, was in Israel passiert. Aber man sagt, der Staat Israel hat ein Lebensrecht. Und das, finde ich, sollte schlimm genug, dass man es tun muss, davon mal abgesehen, ja, dass wir in Zeiten leben, wo sowas überhaupt diskutiert werden muss. Das ist, glaube ich, auch der einzige Staat, dessen Existenzrecht immer wieder von der einen oder anderen Seite in Zweifel gezogen wird. Aber das wäre zumindest eine Lösung, der Versuch einer Lösung, sagen wir es so, um dieses Problem vom Hals zu kriegen. Und wir haben da ein Problem in der Gesellschaft, haben wir ein ganz großes Problem. Das macht mir ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen Angst. In der Bundesliga kann es zum Problem werden, gerade auch wenn Spieler, ob jetzt aus Bösartigkeit oder Dummheit, Posts liken oder selber schreiben, die den Hamas-Terror noch verherrlichen, was ich Masroui jetzt so in der Form nicht unterstellen will, also ganz allgemein gesprochen. Also die Liga wird sich einige Gedanken machen. Sie ist da auch schon mit der Schweigeminute, das muss ich sagen, das war auch sehr würdig. Auch der Text, der dazu verlesen wurde im Stadion, das war alles sehr in Ordnung. Man sollte zumindest einmal diesen Vorschlag von Alon Mayer diskutieren. Ja. Ob man ihn am Ende umsetzen kann, juristisch, weiß ich auch nicht. Aber lohnenswert ist die Diskussion darüber schon. Marc, inwieweit darf man oder kann man in der Bundesliga die Spieler deiner Meinung nach dann in Anführungszeichen zu solch einer Klausel verpflichten? Naja, wir sind nun mal in Deutschland und die Bundesliga spielt in Deutschland und wir stehen klar zu Israel. Und dementsprechend, finde ich, gibt es da kein Vertun, auch so eine Klausel mit in die Verträge einzuarbeiten. Auch nicht für die Spieler muslimischer Herkunft? Auch nicht für die Spieler muslimischer Herkunft. Wenn sie sich entscheiden, hier spielen zu wollen und es gibt so eine Klausel, dann muss man die auch unterschreiben. Aber es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass man das Existenzrecht eines Staates anerkennt. Ich sage ja, ich wiederhole mich da jetzt.
dass man es bei Israel machen muss, ist ja schon furchtbar an sich. Man schreibt ja auch nicht rein, wir erkennen das Existenzrecht der Niederlande an oder von Belgien oder anderen Ländern. Aber ich finde, das wäre ein vernünftiges Zeichen und dann wäre man auch alle Diskussionen los. Dann die, die es nicht anerkennen wollen, spielen den halt auch nicht. Ja. Und dann ist der Verlust auch, finde ich, gering. Es ist ein hochemotionales Thema, auch in der Fußballwelt und in der Bundesliga. Und wie hochemotional und wie nah dran auch dann israelische Spieler zum Beispiel sind, hat Daniel Peretz gestern gezeigt, während der Schweigeminute, ganz emotional gewesen. Das haben auch die Bilder gezeigt. Er war den Tränen nahe und wir alle haben da, glaube ich, Walter mitfühlen können, als er während der Schweigeminute der Ersatztorhüter der Bayern fast geweint hat oder den Tränen zumindest sehr nahe war. Man kann ahnen, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Er bangt natürlich um seine Familie, um seine Freunde. So, er wird auch Leute gekannt haben. Ja. Israel ist ein relativ kleines Land. Leute gekannt haben, die bei diesem Festival dabei waren, die entweder verschleppt oder noch schlimmer ermordet worden sind. In Israel kennt ja fast jeder jemanden, der in irgendeiner Form Opfer des Terrors geworden ist. Ja, das war sehr bewegend. Und ich muss auch sagen, das muss ich auch mal loswerden. Wir schimpfen hier, oder ich besonders schimpfe hier auch gerne über Ultras und Pyro und 50 plus 1. Da sind wir völlig verschiedener Meinung. Aber muss mal ein Riesenlob loswerden. Das, was in den Stadien passiert ist, auch das Verhalten vieler Ultras. In Mainz habe ich ein Transparent gesehen, zum Beispiel von der Ultra-Vereinigung. In einem jüdischen Gruß sozusagen an Israel. Werder-Fans haben in Dortmund am Freitag ein Transparent hochgehalten. Sie erinnern an eine verschleppte Geisel, die Werder-Fan ist. Überhaupt insgesamt, ich bin auch gespannt, wie die Bayern-Fans am Samstag gegen Darmstadt reagieren werden. Ich meine, der FC Bayern hat ja durch den ehemaligen Präsidenten Kurt Landauer eine große jüdische Tradition, die er auch hochhält, zu Recht auch. Also da das Verhalten der Ultras, Hut ab, konsequenter als mancher Vereinsvorstand. Vertiefen wir gleich. Frankfurt ist ja auch unter anderem für seine Ultras bekannt. Wir wollen aber zunächst einmal hören, was Thomas Tuchel zu Daniel Peretz und der aktuellen Situation zu sagen hatte. Es ist natürlich Wahnsinn, weil er so ein junger Kerl, sich da jeden Tag bangt um seine Freunde, um seine Familie und da Tag und Nacht im Grunde bangt und er ist so ein feiner Kerl, so einfach so ein korrekter und feiner Charakter, dass uns das natürlich nahe geht und wir bemühen uns ihm da zumindest jetzt im Sport und im sportlichen Vereinsumfeld ein Umfeld zu bieten, in dem er Ablenkung bekommt, aber auch Verständnis bekommt, alles was er im Moment benötigt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass es ihm gut tut, bei der Mannschaft zu sein, zu spielen. Das sagt er auch so. Wenn sich das jemals ändern sollte, werden wir natürlich darauf Rücksicht nehmen, ist auch klar. Marc, bevor wir gleich Markus Krösche begrüßen, was erwartest du von der Bundesliga am nächsten Spieltag diesbezüglich? Es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass diese Schweigeminute als allererstes Mal ein großer Schritt war, auch für viele arabische Spieler, die natürlich in ihrer Heimat und auch in ihren Familien da dann kritisch betrachtet werden, wenn sie sich zu so einer Schweigeminute mit dazustellen. Ich fand es sehr, sehr positiv, dass sie es gemacht haben und dass überhaupt kein Vertun gab, seitens der Spieler eben auch das mitzugehen. Dementsprechend hoffe ich, dass es auch so, wie es in den Stadien war und auch wie die Spieler darauf reagiert haben, weiter in diese Richtung läuft und vor allen Dingen, dass dann weniger Posts unter der Woche erscheinen. Ich würde einfach vorschlagen, am besten gar keine mehr. Genau, dann ist man auf jeden Fall zumindest als Sportler auf der sicheren Seite.